warum kam eigentlich die Entscheidung aufzuhören nach eigentlich nur zehn Jahren? Ja, das musst du eigentlich Yannick fragen. Also er möchte eigentlich aufhören. Ja, ich habe schon ein paar Mal jetzt gesagt, es wird sehr viel an. Man ist sehr viele Wochenende unterwegs. Und da muss man natürlich auch viel zurücklassen. Und ja, wie gesagt, das ist einfach sehr viel. Man ist sehr viele Wochenenden weg. Ich habe jetzt zum Beispiel meine Tochter jetzt nur am Wochenende. Die muss natürlich auch ein bisschen zurückstecken. Und ja, jetzt ist einfach der Punkt gekommen, wo es am besten ist, aufzuhören. Ja. Auf geht's. Musik ist gerade angelaufen. Jetzt kommt der Moment, die obligatorische Umarmung. So, los geht's. Ist schwer, also es war schon, man war schon kurz vor, dass so ein Trainer laufen, aber gut, man hat sich ein bisschen konzentriert auf das, was man macht und am schwersten war es bei dem einen Lied, also bei diesem Frechtalosch-Lied fand ich, da war wirklich, ja. Da waren die Emotionen sehr hoch, ja, definitiv. Aber gut. Was will man sagen? Platz für andere, jetzt geht's weiter, also Karneval wird nicht sterben, kommt bestimmt was anderes.